So, und jetzt kommen wir zu einem Mann auch mit internationaler Ausstrahlung. Der Hannes Schmid ist einer der international renommiertesten Fotokünstler aus der Schweiz. Wer kennt die Cowboys auf der Marlboro-Werbung nicht? Das ist eines von vielen Werken von Hannes Schmid. Er ist ein Macher, und zwar nicht nur auf der künstlerischen Ebene, sondern auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Im 2012 hat er in Kambodscha das Hilfswerk Smiling Gecko gegründet. Sogar während Corona ist er auf Kambodscha geflogen, um denen zu helfen, die ohne Pandemie eine schwere Lebensgrundlage haben. Der Vortrag von Hannes Schmid haben wir voraufgezeichnet, ob live oder aufgezeichnet, eine beeindruckende Person. The Art of Transformation, eine Lebensgeschichte. Viel Vergnügen mit dem Hannes Schmid. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich heute Abend bei diesem ganz tollen Anlass hier dabei sein darf. Mein Leben, eine Art abstrakte Form der Transformation, hat eigentlich bereits schon 1946 bei meiner Geburt begonnen. Ich bin aufgewachsen in dem wunderschönen Toggenburg. Meine Familie, 4 Kinder, doch sehr arm, ja, hat da oben ein ziemlich hartes Leben damals auch gefristet. Ich bin als Ziegenpeter meistens den ganzen Sommer auf der Alp gewesen, habe Schafe und Ziegen betreut. Und für den Winter hatte ich ein paar Schuhe, aber die waren halt nur für den Winter da. Und manchmal war es dann schon sehr kalt da oben gegen den Herbst, ohne Schuhe in dem fast taugefrorenen Gras zu gehen. Aber ich glaube, diese Zeit hat mich sehr geprägt, diese Zeit da oben in diesem Toggenburg. Mein Vater, der war Bäcker, wir sind auch aus der Zürich-Region da hochgezogen und mein Vater hat da eine Bäckerei betrieben. Leider waren wir Protestanten und die Gemeinde war katholisch und somit hat natürlich niemand das Brot des protestantischen Bäckers gekauft. Aber mein Vater war immer unterwegs mit der Familie. Wir gingen zu Fuß über den Alpstein, über die Kurfürsten und runter sogar manchmal an den Viehmarkt nach Liechtenstein. Und das alles zu Fuß. Aber mein Vater hat mir damals schon eine kleine Postkarte gezeigt, eine Postkarte aus dem Voralpsee vom Alpgottesdienst. Und diese Postkarte hatte mich sehr eigentlich immer wieder begleitet. Und dieses Bild hatte ich dann später nachgestellt in meiner künstlerischen Zeit als Fotograf. Und es ist ein sehr spezielles Bild. Es sind die drei Alphornbläser, die dieses Alphorn in diesen ruhigen See legen. Und für mich später, wie ich ja dann immer mehr auch in die Wirtschaft verbunden wurde, über PricewaterhouseCoopers, hatte ich ja wirtschaftliche Vorträge gehalten, weil meine Art der Transformation hat sich ja auch in der ganzen ökonomischen und wirtschaftlichen Welt wiedergespielt. Aber sie war abstrakt. Und genauso abstrakt waren meine Interpretationen von meinen Bildern. Die drei Alphornbläser repräsentieren eigentlich die drei Direktoren der Schweizer Nationalbank. Und die Nationalbank, die sollte doch so ruhig sein wie dieser verspiegelte See. Und er soll aber auch beschützt werden von einem Bollwerk, von Bergen. Das war dann auch der Grund, warum die Schweizer Nationalbank dieses Bild in ihre Sammlung aufgenommen hat. Aber ich blende jetzt noch mal zurück. Ich bin ja dann nach Südafrika ausgewandert in 1968 und später dann weiter nach Asien. Und da hat eigentlich eine ganz spezielle Zeit für mich angefangen. Ich hatte einen Job, weil ich ja Elektriker gelernt hatte. Das war übrigens meine Top-Berufsausbildung. Ich hatte ja nur 3 Jahre Sekundarschule und 6 Jahre Primarschule. Und dann habe ich Elektriker gelernt. Ich war auch 3 Jahre krank. Ich war 3 Jahre in den Sanatoriums, weil ich war einer der Kinder, die die Tuberkulose bekommen hatten. Das heißt, meine Zeit war schon ziemlich schwierig in der Schule. Aber dann, wie ich meine Lehre abgeschlossen habe, habe ich gemerkt, dass alles hier ein bisschen zu eng ist. Und ich war auch ja sehr neugierig. Immer wenn ich auf diesen Kurfürsten da Richtung Süden geschaut hatte, wollte ich immer wissen, was ist dann hinter diesen Bergen? Da muss es doch noch was geben, da hinten dran. Diese
Auswanderung, zuerst nach Südafrika und nachher weiter nach Asien. Das war so meine Freiheit, meine Art und Weise, mich weiterzuentwickeln. Wie ich dann aber angekommen bin in Singapur, habe ich gemerkt, dass das doch nicht mein Leben ist. Und ich bin dann weitergezogen nach Sumatra, nach Bandar Aceh und habe dort mit einer Gesellschaft von Orang-Utans begonnen zu leben. Es war eine Rehabilitationsstation für Orang-Utans. Und mein Job war, dass ich also im Dschungel ganz eng mit diesen ganz tollen Tieren lebe und ihnen auch etwas beibringe, nämlich das, was sie in der Gefangenschaft nicht mehr konnten. Das war nicht das Klettern auf die Bäume, aber es war, wie man ein Nest baut und was man essen konnte. Und diese Zeit, die war faszinierend für mich. Fast ein Jahr habe ich dort zugebracht. Aber am Schluss wusste ich dann eigentlich nicht, wer mehr von wem gelehrt hatte, ich von ihnen oder sie eigentlich von mir. Nach diesem Jahr bin ich weitergezogen nach Singapur und saß da beim Raffles Hotel auf der Terrasse. Und dort konnte man damals noch, das war 1972, eben auf das Meer blicken. Heute ist das Raffles Hotel mitten in der Stadt, weil die Stadt hat sich vergrößert. Die nimmt man halt einfach mit viel Sand, diese ganze Lagune aufgebaut hat. Aber ich hatte immer noch diesen Drang. Dann hatte ich eine Zeitschrift gelesen und da drin war eine Geschichte über den Michael Rockefeller, ein Anthropologist, ein Sohn der Rockefeller-Familie, der 1961 nach Irian Jaya, das ist die Seite, indonesische Seite von Papua-Neuguinea, und er hat dort das Leben der Danis und Lanis, das sind Steinzeitmenschen, und Kannibalen studiert. 1964 ist er verschwunden, man hat Expedition nach Expedition geschickt, leider, man hat ihn nicht gefunden. Das hat mich fasziniert. Und ich habe gedacht, ja, wenn man den ja nicht gefunden hat, dann gibt es ihn ja vielleicht noch. Ich hatte mich dann auch erkundigt, wie kommt man dann dahin? Ich wusste, ich musste ein spezielles Permit haben von der Regierung von Indonesien. Ich ging nach Jakarta. Aber die Bewilligung wurde abgelehnt, weil da in dieser Gegend fast ein Krieg ist zwischen diesen doch einfachen Menschen und der Armee. Und somit hatte ich dann natürlich keine Bewilligung. Aber ein Nein war eigentlich nie ein richtiges Nein für mich, sondern ich habe dann einen Job angenommen auf einem chinesischen Frachter als Koch. Und so bin ich dann durch das südchinesische Meer über Ambon, Sorong, Biak, Jayapura und da bin ich ausgestiegen und dann Richtung Berge spaziert. Es war ein sehr schwieriger Weg. Ich habe über 6 Monate gebraucht, bis ich in diesen Höhen von über 4000 Meter ankam. Das ist die Gegend, wo die Danis und die Lanis leben. Menschen, die wirklich viele, viele tausend Jahre eigentlich noch vor uns oder wie wir damals unser Leben befristet haben. Man hat mich dann entdeckt, einen Morgens. Es war regnerisch, es war kalt und urplötzlich standen diese Figuren vor mir. Pfeil, Bogen, Steinäxte. Sie haben auf mich geschossen. Ich hatte mehrere Pfeile in meinem Bein und in meiner Brust und man hat mich gejagt wie ein Tier. Man hat mich zusammengeschlagen, an den Füßen gepackt und dann schlussendlich über Stock und Stein in eine Hütte geworfen. Und dieser Hütte, da waren aber auch die Schweine. Nach ein paar Tagen hat man mich wieder rausgenommen, wieder zusammengeschlagen und ich immer gebettelt. Ich habe geweint und um mein Leben gebettelt. Und nach einer Weile hat man mich wieder zurückgeworfen in diesen Schweinestall. In diesem Schweinestall haben auch die Frauen gelebt, weil die Frauen sind getrennt von den Männern. Die Frauen müssen sich um die Schweine kümmern. Und wenn eine Muttersau zu wenig Milch hat, dann müssen diese Frauen die Jungschweine an ihren Brüsten durchsäugen. Das hat dann auch langsam nachgelassen nach einer Weile. Und die Frage war dann immer, die ich mir gestellt hatte, wieso bringen die mich nicht um? Das Ganze ging eigentlich darum, dass sie sind Krieger und Jäger. Und sie leben eigentlich in der Zeit der Vorfahren. Und wenn sie jemand töten, dann werden sie Teile von ihm essen. Und das wird die Inverleibung dieser Person, dieser Seele dann in ihr Körper bedeuten. Da ich jetzt aber ein Feigling war und immer gebettelt und geweint habe, war ich es nicht würdig, dass man mich umbringt. Und somit begann ich da oben als doch Außenseitiger ein Leben zu leben mit diesen Gemeinschaften. Es war unheimlich,
Die Frauen zum Beispiel hatten meistens gar keine Finger mehr, denn wenn jemand starb, mussten sie sich Glied um Glied abschlagen und das als Trauer um den Nacken tragen. Und wenn man diese beiden Männer anschaut, dann sind die so ungefähr 26 Jahre alt, 24. Das Maximum Lebensalter, was man da erreicht, ist 30 Jahre. Aber das war bei uns vor 2000 Jahren in der Zeit der Römer auch so. Die Leute waren sehr alt, wenn sie 40 Jahre Leben erreicht hatten. Das sind ganz junge Krieger, die sind 17, 18, 19 und sie tragen eigentlich das Zeichen der Männlichkeit. Das ist ein Kürbis, den man mit einem Stein beschwert und dann wächst er in die Länge und der wird dann über den Penis gesteckt. Und das war ich, ich hatte ja zwei Kameras dabei und einer der Danis hatte mich dann am Schluss fotografiert. Und das war auch die Zeit, wo ich dann begonnen habe, weiterzuziehen. Ich bin eines Tages einfach aufgestanden, habe meinen kleinen Rucksack gepackt und bin davon spaziert. Und das hat eigentlich überhaupt niemand interessiert, weil ich war ja ein Nichts, ein Niemand. Ich gehörte nicht zu den Männern, ich gehörte nicht zu den Frauen. Also war es auch nicht schlimm, wenn ich weitergezogen bin. Es war eine lange Reise dann runter dem Balim nach, bis an die Küste, wo ich dann auf die Kudowais gestoßen bin. Aber da war ich gesundheitlich sehr geschwächt. Ich hatte sämtliche Krankheiten, die man überhaupt in der Truppe bekommen kann. Ich hatte Malaria, ich hatte Typhus, ich hatte Enzephalitis und ich war noch ungefähr 38 Kilo schwer. Durch Zufall hat mich ein Missionar, der in dieser Gegend mit seinem Einbaum unterwegs war, aufgegriffen und an die Küste mitgebracht. Und dort dann nach Australien und von dort in die Schweiz. Es wurde dann fast ein Jahr Aufenthalt im Triemli-Spital, weil ich konnte Ernährung gar nicht mehr aufnehmen. Ich musste künstlich ernährt werden. Aber es scheint, dass ich eine sehr starke Natur hatte, weil ich ja auch da oben in den Bergen aufgewachsen war. Und somit nach ungefähr 7, 8 Monaten ging es mir dann immer besser. Ja, ich war ja schon eine ganze Weile weg, 4 Jahre Afrika, 4 Jahre Südostasien und viele Freunde hatte ich eigentlich nicht mehr aus dieser Zeit, außer einer, der Louis. In der Zwischenzeit hatte er ja in einer Schallplattenfirma gearbeitet, so wie alle meine anderen Freunde, die ich mal hatte, die waren verheiratet, die hatten bereits auch beruflich Fortschritte gemacht. Und der Louis kam mich eigentlich öfters immer besuchen in dem Spital und hat dann mal eines Tages gesagt, Hannes, warst du schon mal an einem Konzert? Ich habe gesagt, nein, eigentlich nicht. Er sagt, da ist ein super Konzert im Hallenstadion, hättest du Lust mitzukommen? Sag ich, ja, sehr gerne natürlich. Er sagt, du kannst ruhig dein Fotoapparat mitnehmen, weil da gibt es sicher was Tolles zu fotografieren. Ja, ich stand dann in diesem riesigen Hallenstadion und so langsam kamen die Leute rein und da ging dann das Konzert los und da waren diese Typen mit diesen langen Haaren auf der Bühne. Und das Volk, das hat getobt, die haben die Köpfe geschüttelt und getan und gemacht. Und auf der Bühne, da haben sie auch die Köpfe geschüttelt. Die Band, die hieß Status Quo, Rocking All Over the World. Es war grauenhaft. Die Musik, ja, die Hälfte seid ihr falsch gespielt. Es war einfach laut und es ging eigentlich um die Lautstärke und gar nicht um die Musik. Und die Leute haben getobt. Und ich habe begonnen, ein paar Fotos zu machen von weit her. Mein Freund hat dann gesagt, Hannes, ich muss mit dieser Band zum Essen. Willst du mitkommen? Ich sage, ja, klar, okay, fein. Das Essen war dann im Hotel Nova Park an der Badener Straße. Das war ein Fresstheater damals, so nach römischer Art. Und wir waren ein bisschen früher. Und die Band kam rein, so Francis Rossi, Rick Parfitt mit den langen Haaren, kamen geschlurft und sagte zu meinem Freund, who is this guy? Mein Freund sagt, das ist ein Fotograf. Sagte, raus, raus, wir wollen keine Fotografen beim Nachtessen. Er sagt, nein, 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 das ist ein Verrückter. Der hat Ratten, Mäuse gegessen und hat mit Kannibalen gelebt. Und somit musste ich meine Geschichte erzählen. Nach dem Essen kam der Manager und sagt, ja, hast du wirklich Fotos gemacht von Kannibalen? Ein Steinzeitmenschen? Sag ich, ja, eigentlich schon. Sag er, dann musst du meine Band fotografieren. Am nächsten Tag hatte ich eine Fotosession. Ich hatte ja keine Ahnung, wie das geht. Ich ging in ihr Hotelzimmer. Die haben die Vorhänge runtergenommen, sich Champagner über den Kopf geleert, stand halbnackt in der Badewanne und ich habe da einfach Fotos gemacht. 2 Tage später habe ich diesem Manager gezeigt. Er sagte, mein Gott, was hast du mit denen gemacht? Die hassen Fotografen. Du brauchst so einen Job, willst du mit uns mitkommen? Ich brauche so einen Typen wie dich.
Da habe ich gesagt, ja, eigentlich habe ich ja nichts zu tun. Da komme ich halt mit. Zwei Tage später stand der Bus vor unserem Haus, ein großer mit schwarz gefärbten Scheiben, und die Jungs mit Lederjacken und Jeans kamen raus, ja, und haben so den Finger zu mir gemacht, und meine Mutter stand hinter mir und sie sagt, ja, wo gehst denn du jetzt hin? Sag ich, ja, ich gehe ein bisschen mit denen. Und die haben dann in ihrem wirklich knallharten Englisch gesagt, your mother, you come with us. Zum Glück konnte meine Mutter nicht so gut Englisch und hat dieses Wort nicht verstanden. Daraus wurden 8 Jahre 257 Rockbands von A ABBA bis Z ABBA. Ich habe diese Bands begleitet als ihr Fotograf. Ich war bei ihnen zu Hause, ich war mit ihnen auf Tour. Und da gab es natürlich auch Geschichten wie zum Beispiel Lemmy Kilmister von Motorhead oder auch die Geschichte von Ben Scott bei AC/DC. Ich war mit ihnen in London, das war eine der letzten Tours, und gingen alle in diesem Nachtclub, haben die Party gefeiert, das war üblich nach dem Konzert, und Bon war nicht da. Und Angus Young sagte mir, Herr Hannes, have you seen Bon? Er sagte, nein, habe ich nicht gesehen. Er sagte, kannst du mal schauen gehen? Weil die Roadies, die hingen dann schon alle hier an ihrem Bier und so. Und ich ging dann raus und habe gesucht. Und auf dem Parkplatz von diesem Club war ein Renault geparkt. Und ich sah von Weitem, ah, Bond liegt in diesem Renault drin. Ich ging hin, klopfte an die Scheibe, klopfte nochmals, nicht geantwortet. Ich machte die Türe auf und da kam mir der Geruch von Erbrochenem entgegen. Und das war die Nacht, wo Bon Scott an seinem Puke, an seinem Erbrochenen erstickt war. Das sind so Aufnahmen, die es vermutlich heute gar nicht mehr gibt. Wenn man das nimmt hier, auch Kraftwerk, das war eine spezielle Geschichte in Ungarn mit ihnen. Aber ich habe dann versucht, alle Leute hier, wenn sie in der Schweiz kamen oder so, habe ich sie dann mitgenommen irgendwie zum Skifahren, weil das war ja eines meiner Lieblingssportarten. Und das ist Ken Hensley von Uriah Heep. Und er wollte echt sich dann da überlegen nach diesen tollen paar Tage Skifahren, ob er nicht seinen Job aufgibt als Sänger und doch noch Skirennfahrer wird. Auch ABBA, wenn sie in die Schweiz gekommen sind, haben sie am Flughafen den Helikopter genommen, sind dann in Stockenburg geflogen zu meiner Mutter, und auch die Agnetta bei der Trennung vom Björn hat sie ja einige Monate dann bei meiner Mutter in Stockenburg gelebt. Aber meine Stärke war etwas anderes. Meine Stärke war eben diese Live-Fotografie, die man heute Backstage nennt. Das war eine ganz tolle Geschichte, wie das dazu gekommen ist. Ich war schon eine ganze Woche unterwegs im Bus mit AC/DC und saß dann einen Morgen neben Angus Young im Bus. Und Angus sagte mir nach einer Weile, du Hannes, du bist ein super Typ, aber was machst du überhaupt hier mit uns? Was ist dein Job? Da habe ich gesagt, ja, ich bin ein Fotograf. Da meinte er, das ist aber komisch, ich habe dich noch gar nie gesehen, dass du ein Foto machst. Sag ich, ja, es war eben gar nichts Interessantes bis jetzt vorgefallen. An diesem Abend, ja, da stand ich vorne vor dem Konzert von diesem Graben, ja, wo oben die Band ist. Die Band beginnt zu spielen und mit dem Song hat dann Angus Young aufgehört zu spielen und hat geschrien in das Publikum, Where is Hannes? I pay this guy to make pictures. I want to have him on stage. Also quasi, er bezahlt mich zum Foto machen und jetzt will er mich auf der Bühne. Und so wurde ich dann hochgehoben von den Roadies und ich ging dann auf die Knie und habe begonnen zu fotografieren. Das waren tolle Bilder. Und daraus ging mir der Ruf nach bei allen Rockbands, ich wurde ja gereicht von einer Band zur anderen, dass AC/DC mich auf der Bühne hat fotografieren lassen. Das hat in dieser Zeit nie stattgefunden. Man durfte vom Publikum aus oder vielleicht von der Seite, aber nie auf der Bühne. Und durch das sind natürlich Bilder entstanden, die absolut einmalig sind, von eben ABBA bis Z ZAPPA. Wir haben über 70.000 Rockbilder, eine ganze Geschichte, 77 bis 84, in unserem Archiv. Das ist zum Beispiel Bob Marley, das ist Freddie Mercury, eine sehr spezielle Begegnung. Auch ihn habe ich eigentlich fast bis zu seinem Tod begleitet. Dann die Nina Hagen, das war damals ja eine Punk-Rock-Göre aus der damaligen DDR. Das war ein Senkrechtstarter.
Und da hat sich dann eben wieder etwas verändert bei mir, weil es gab eine deutsche Männerzeitschrift, die Männerwoge, und die wollten sie auf dem Titelbild. Und so musste dann ein großer französischer Fotograf, der Patrick de Bachelier, sie in England, in London fotografieren. Aber die haben sich schon nach 5 Minuten in die Haare gekriegt, weil sie hat gesagt, er behandelt mich wie ein Fotomodell, ich bin aber ein Rockstar, ich will mit dem nicht arbeiten, ich will Hannes. Das gab ein bisschen ein Problem für die Vogue, man hat mich dann nach London geschickt. Und dort haben wir dann eigentlich Anti-Fashion-Pictures gemacht. Also sie zu Hause, dann haben wir auf der Straße ein Kind geklaut. Und diese Bilder, die waren so wirklich so ganz normal, so einfach. Die wurden natürlich sofort abgedruckt. Und das hat dann auch eine riesige Bewegung gegeben. Die deutsche Frauenvogue kam dann zu mir und sagte, könntest du nicht mal für uns Modefotos machen? Diese Wintergeschichten, die wir immer machen, aber es ist immer so langweilig mit blauem Himmel. Vielleicht hast du eine andere Idee. Gesagt, getan. Ich war ja damals sehr extrem im Bergsteigen. Ich habe dann einen Freund, den Xavier Bongard, in Interlaken angerufen. Er hat gesagt, du, können wir die eigene Nordwand aufsteigen mit Models? Sagte, bist du verrückt? Sag ich, ja, weißt du, der schwierige Teil, der hintersteuerste Quergang, da können wir aus dem Fenster von der Jungfraubahn aufsteigen. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben über 800 Meter Fixseile eingelegt. Und dann haben wir diese Models, 2 Jungs und ein Mädchen aus Norwegen, diese Wand hochgeschleppt. Und daraus sind natürlich Bilder entstanden, die man so in der Mode noch nie gesehen hat. Vor allem eingefrorene Gesichter, zugeschneit. Eine ganz verrückte Geschichte. 2-3 Wochen später war das in der deutschen Vogue publiziert. Eine Woche später saß ich in Paris mit Kenzo bei einem Frühstück. Und dann war mein Schritt in die Modewelt gemacht. Gucci, Prada, Armani, Vogue, Elle Harpers, Marie Claire, alle diese Zeitschriften, die wollten mich für so ganz spezielle Modegeschichten. Eines wollte ich eigentlich immer, nämlich nach Kathmandu, nach Nepal, und dort am Everest eine Modegeschichte zu produzieren. Ich habe diese Expedition zusammengestellt. Wir sind dann mit dem Flugzeug nach Lukla geflogen. Und ich habe das natürlich den Leuten von der italienischen Vogue nicht erzählt, was ich im Sinn hatte. Ich sage einfach, ja, wir gehen da ein bisschen in die Berge. Und die Mode hat ja auch immer diese Zeiterscheinungen, wo sie halt einmal mehr, sage ich jetzt, nach sich Asien ausweitet oder so hippie-mäßig in diese Geschichte. Und ich hatte da auch, ich hatte 2 Models dabei. Und ich hatte ein ganzes Team von Make-up-Artisten und Stylisten. Und wir haben vorher trainiert hier auf der kleinen Hütte in der Schweiz. Sind wir auf den Aletschgletscher, sind wir immer rauf und runter, dass wir uns anklimatisiert hatten, weil ich hatte insgesamt nur 2 Wochen Zeit für diesen Angriff auf den Everest. Und so sind wir dann los. Das Verrückte war, dass wir unten sehr schnell, viel schneller waren wie eigentlich unsere Jacks. Und somit mussten wir dann sehr oft auch übernachten ohne ein Zelt. Aber ich musste mal irgendwie beginnen, mit Bildern zu machen. Das Wetter war sehr, sehr schlecht. Und so sieht man jetzt, beginnen wir hier diese Bilder zu machen. Und ja, also diese Fotos hätte man schlussendlich auch bei uns irgendwo so auf dem Suschen machen können, weil da war alles eingenebelt und es war zu und es war kalt. Aber am nächsten Tag war dann alles eigentlich ganz anders. Der Pumori, Stahl, dunkelblauer Himmel, minus 30 Grad. Unsere Zelte, die waren eingeschneit. Und wir mussten dann auch den Versuch, den Everest zu besteigen, ziemlich schnell nach dem Basecamp unterbrechen. Wir sind noch hochgestiegen bis Camp 1, aber leider hat das eines der Mädchen dann ein Hämatom gemacht, also höhenkrank geworden, und somit mussten wir absteigen. Auf dem Weg haben wir noch den Kalapatar bestiegen, und auf ungefähr 6000 Meter habe ich dann diese Fotos gemacht. Mein Model, das in die Luft springt, hinten sieht man natürlich Everest und Luxe und Schar. Und das Mädchen hatte aber dann große Probleme. Man konnte noch einmal in die Luft springen, da war die Luft draußen. Aber auch genauso im Lake Uyuni, das ist in Bolivien, habe ich natürlich versucht, spezielle Bilder zu machen. Es war nämlich immer, die Faszination war nicht die Kleider, die diese Mädchen anhatte, sondern eben das Ganze rum und dran, diese Geschichte zu erzählen. Und was gibt es dann Schöneres, wenn man diesen über 1000 Jahren alten Kakteen steht, in dem größten Salzsee der Welt? Da spielt es auch gar keine Rolle, ob das Mädchen jetzt Armani, Gucci oder Prada anhat, sondern das Gesamtbild ist hier eigentlich die wichtige Inszenierung. Aber auch im Mittelmeer gibt es ja Inseln, und da gibt es diese wunderschönen Sandwüsten.
Und da hatte ich für Giorgio Armani eine große Kampagne fotografiert. Ich konnte immer so wie ein Chamäleon beides erfüllen. Donatella, Versace wollte mir ein bisschen weniger, sage ich jetzt auch erotisch, angebildete Bilder, aber Gianni wollte mehr so ein bisschen diese Erotik haben. Und sehr oft habe ich dann auch die Natur verbunden. Das ist eine Geschichte, die ich in Indien gemacht habe mit Elefanten. Und in Afrika, da war ich einmal, um die Geschichte von George Hemingway und Karen Blixen nachzustellen. Und dieses Bild, wie man halt früher den Kilimanjaro bestiegen hat, durch die Serengeti mit Louis Vuitton, mit wunderschönen Kleidern. Ja, das versuchte ich da mitten in der Masai Mara nachzustellen. Aber ja, wir wurden dann gejagt von einem Elefantenweibchen mit seinem Jungen. Und dieses Bild ist bei Time Life Magazine als eines der besten Modebilder ausgezeichnet worden. Ich ging aber auch immer zurück, wo ich mal begonnen hatte. Ich ging dann mit meinen Teams zurück, eben in den Dschungel nach Indonesien. Und da haben wir eine Weile versucht, mit den Orang-Utans zu leben. Das ist auch eine Rehabilitationsstation in Borneo, in Kalimantan. Und dort gab es dann ganz tolle Begegnungen. Also eben, wie gesagt, da ist meine Freundin drauf, also nicht die im weißen Hemd hinten, sondern vorne die Prinzess, das ist eine 45-jährige Orang-Utan-Frau und wir haben uns unsterblich ineinander verliebt. Sie war auch sehr gut im Schwimmen und sie wollte mich dann immer auf die Bäume schleppen, nur da konnte ich ihr eben selten eigentlich folgen. Aber was gibt es denn Schöneres wie so ein Bild und wie gesagt, was spielt das für eine Rolle, was man hier anhabt? Und hier hat er den kleinen, sehr wissbegierigen Jungen und der hat uns dann meistens auch noch zum Lachen gebracht. Und so hatten wir doch sehr spezielle Bilder erarbeiten können. Aber der Hauptgrund war, dass ich die Zeitschrift, wo wir diese Geschichten fotografiert haben, die mussten dann Geld geben für die Erhaltung dieser Orang-Uta-Rehabilitationsstation. Aber auch in Samatra gibt es eine ganz tolle Gegend. Da gibt es diese wilden Elefanten, die gezähmt wurden. Und das ist eigentlich eine Armee, die bewachen die Reisfelder. Denn wenn der Trockenzeit, wenn die beginnt und die Elefanten nicht genug Wasser haben, dann kommen sie aus dem Dschungel und dann zerstören sie natürlich Reisfelder. Und weil man diese Elefanten nicht schießen darf, weil sie geschützt sind, hat man das im Zusammenhang mit dem WWF, hat man ein Programm entwickelt, wo dann eben das erreicht werden konnte, dass die trainierten Elefanten, die Wilden zum Kampf gestellt haben, aber auf diesen dressierten Elefanten war immer ein Mensch drauf und so konnte man das verhindern. Dieses Mädchen hier steht auf 250 Elefanten und das war eine ziemlich kritische Angelegenheit, das zu produzieren, weil sie musste ja von der Seite auf alle diese Elefantenrücken dahin gehen und ja, wir waren dann froh, dass da nichts passiert war. Aber auch in Indien war ich ja sehr oft zu Hause, das ist ein Mahakumela. Das ist 28 Millionen Menschen auf 5 Quadratkilometer feiern hier einen Anlass, der alle 4, 8 oder 12 Jahre stattfindet. Und wenn man dann eben dreimal eintaucht in den Ganges und unter Wasser ist, dann wird die Seele unsterblich. Charming
dieses einmalige Erlebnis. Ich war da mittendrin in dieser Menschenmenge. Und es ist faszinierend, das habe ich immer wieder fasziniert, was Religion, was Glauben eigentlich mit Menschen machen kann. Und dass die sich diese ganze Sache auf sich nehmen, und nur um dreimal den Kopf im Ganges zu waschen. Es waren einmalige Szenen, die da mal entstanden sind. Aber auch Formel 1 war mein Zuhause. Ich wurde in dieses Team von BAR Honda eingeführt mit Jacques Villeneuve. Und somit war ich dann verantwortlich für die Aufnahmen, Jenson Button. Dazu hatte ich dann ein Auto in Swimmingpool von Pierre Carter versenkt. Und auch meine Idee war, dass ich ein Auto, ein Formel-1-Auto, in die Salzseen von Bonneville bringe und da einen Landspeed-Rekord aufstellen. Das gab eine ganz verrückte Geschichte. Wir haben zwar diese 400 Kilometer, die wir erreichen wollten, die haben wir gar nie erreicht, aber immerhin war es das erste Mal, dass ein Formel-1-Auto diesen Versuch und natürlich das auch established hat, oder? Es ist auch so, dass ich natürlich mit dem, dass ich so Realismus immer wieder inspirieren konnte, wurde die Tabakindustrie, die wurde aufmerksam auf mich und somit hatte ich begonnen für Camel und dann aber auch für Marlboro zu arbeiten und daraus ist eine Serie entstanden. Ich habe dann 8 Jahre lang habe ich diese Marke geprägt, vor allem mit diesen orangen Bildern, also die ganze Welt mit diesen Straßenplakaten und Anzeigen in Zeitschriften wurde dann eigentlich meine Galerie, das wurde dann meine Geschichte. Weil ich selten den See und den Fluss am richtigen Ort hatte, habe ich die Flüsse und die See selber gebaut. Das war auch wichtig wegen den Bergen. Und wenn wir dann gegangen sind, haben wir die Erde wieder draufgetan auf diese Flussbette oder auf diese Seen. Und die Landschaft war wieder so wie vorher. Aber es war schon sehr speziell, was da eigentlich passiert war. Das ist zum Beispiel jetzt für Marlboro Light. Es gab Marlboro Light, Marlboro Classic, Marlboro Menthol. Und somit habe ich dann diese ganzen Sachen eben speziell produziert für das. Und das war wahnsinnig interessant für mich als Schweizer, der mal mit Kühen und Geißen unterwegs war, auf einmal in diesem einmaligen Image von Marlboro arbeiten zu können. Im 2003 ist dann etwas passiert. An der Biennale in Venedig hatte ein amerikanischer Künstler, der Richard Prince, hatte eine große Hommage. Und ich war da auf der Führung am Opening Day mit dem Museum of Modern Art. Und ich war dann erstaunt, wie ich in diese große Halle kam, dass da alle meine Marlboro-Bilder an der Wand waren. Und der Kurator hat dann erzählt von dieser Dynamik und diesem Heroismus und von dieser Geschichte. Ich habe gesagt, ja, was macht denn der? Er erzählt ja mein Foto. Das wusste ich damals noch nicht, wer er war. Ich habe dann das kleine Zeichen oder diese Schriftpapier neben dem Bild gelesen und da stand dann Fotografie in Kodak Ektachrom von Richard Prince. Und ich habe gesagt, da klappen mir meine Bilder. Ja, ich habe dann versucht, auch mit meinen Bildern rauszugehen, das ging aber nicht. Ich habe dann einen Anwalt genommen, weil er ja gesagt hat, der stiehlt mein Werk, mein Copyright. Das hat dann auch nicht funktioniert und wir kamen dann auf die Idee, wenn ich diese Bilder malen würde mit Öl auf Leinwand im Realismus, dann hätte ich sie mir ja angeeignet, also nicht kopiert. Und in der Kunst würde das heißen Appropriation Art und somit habe ich im 2003 begonnen zu malen. Im 2008 hatte ich die ersten Bilder zusammen und dann bin ich mit diesen Bildern nach New York und da hat eigentlich eine neue Welt für mich begonnen. Über Nacht bin ich in der Art- oder Kunstwelt aufgetaucht. Man hat dann Berichte geschrieben über mich. Man hat dann auch entdeckt, dass ich natürlich noch mehr habe wie nur Cowboy, nämlich Rockstars. Und somit wurde dann das erste Buch Rockstars hier in der Schweiz von der Patrick Frey Edition erstellt. Und somit kam dann wieder diese Transformation von mir in eine komplett andere Welt, wo ich vorher nie zu Hause war. 2010 war ich in Indonesien und ich durfte dort den Präsidenten Indonesiens kennenlernen. Und ich hatte mit ihm eine Soto Ayam, eine Hühnersuppe am Morgen auf einem Parkplatz mit meinem Freund. Und mein Freund hat natürlich dann losgeladen und gesagt, der Hannes kennt Indonesien besser wie alle zusammen. Der hat mit Danis und Lanis gelebt und er meinte, das ist fast unmöglich, weil da oben kommt keiner lebendig hier raus. Ich habe gesagt, ja, ich war da, aber ich möchte nochmal zurückgehen. Ich werde jetzt dann im 2013 eine Kunstausstellung in Bern haben und ich würde gehen an einen Ort, wo ich schon mal war und bis zum Sehen hat sich was verändert oder habe ich verändert. Und somit hat sich dann die indonesische Regierung bereit erklärt, mich mit einem Super Puma von Jayapura in diese Berge hochzufliegen. Ich bin da oben angekommen,
gekommen. Es hat dasselbe wieder stattgefunden. Man hat mich beschossen, man hat mich getroffen, weil ich war ja alleine, ich hatte keine Angst. Und dann wurde ich eingesperrt und nach 3 Tagen kam ich dann aus diesen Hütten wieder heraus und habe dann ein Projekt begonnen. Dieses Projekt war, dass ich die Leute in meine Kleider angezogen habe. Links sehen Sie den Dani, so wie er ist, so wie er die Vergangenheit, die Gegenwart, und rechts, das ist die Zukunft, so wie das Leben für ihn nicht mehr dasselbe war. Es ist so, diese Gegend wurde an Gerz und Extrata verkauft und nach Australien, das sind die großen Minencompanies, und da oben gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Da gibt es Kupfer, Zinn, Zink, Öl, Gas, und die beginnen jetzt da oben diese ganze Geschichte halt zu kommerzialisieren. Das heißt, das Leben dieser Danis und Lanis, das wird nicht mehr lange dauern, denn schon ich war eine Gefahr für sie. Man bringt einen bakteriellen oder viralen Infektion rein, einen Schnuppen, und die haben keine Abwehrkörper und die sterben alle dahin. Und das ist halt das, was heute auch passiert. Aber mein Leben ging ja immer weiter. In 2012 war ich für ein A-Kunst-Projekt in Indonesien und nachher in Thailand, und dort habe ich ein Mädchen gefunden, wo der Vater eben mit Säure verbrannt hat und sie als Bettelpuppe in diese Syndikate, in diese Bettelsyndikate in Thailand verkauft hat. Das hat mich sehr stark berührt und ich wollte einfach dort etwas tun. Ich habe auch 2 Kinder und ich stand vor diesem Kind am Abend, sie war betteln auf einer Brücke, sie war zugedeckt mit einem Stück Stoff und ich habe dann ihr ein paar von diesen Bats in das Büchse geworfen und ja, dann ging das Tuch weg und ich war zu Tode erschrocken. Ich sah in ein komplett verbranntes Gesicht, in einen verbrannten Körper und das hat mich richtig geschudert und ich habe dann einen Translator gefunden, weil ich habe gemerkt, ich spreche gar kein Thai und sie hat mir dann ihre Geschichte erzählt und aus dieser Geschichte ist dann eigentlich die Smiling Gecko-Geschichte entstanden. Kambodscha zählt heute zu den ärmsten Ländern der Welt. 4,6 Millionen Menschen leben unter der Armutsgrenze von $1 pro Tag. Sie werden nicht vom Staat unterstützt und leben in den Slums oder auf den Müllhalden der Städte sowie auf dem Land in bitterer Armut. Für ein paar Cent pro Stunde müssen sie unter unmenschlichen Bedingungen in Fabriken arbeiten, ohne Sozial- oder Krankenversicherung. Zehntausende von Menschen leben in Slums und ernähren sich von vergifteten Nahrungsmitteln, die sie auf der Müllhalde finden. Sie haben keinen Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und sauberem Trinkwasser. Korruption und Zwangsverheiratung von jungen Frauen und Kindern sind alltäglich. Tausende von Kindern sind in der Kinderprostitution. Für wenige Cents müssen sie ihre Kunden befriedigen. Wegen ihrer extremen Armut werden Frauen zu Opfern von Menschenhandel und Prostitution. Um den Teufelskreis zu durchbrechen, setzt Smiling Gecko neben der Direkthilfe und Unterstützung anderer NGOs auf die nachhaltige Bekämpfung der Ursachen von Armut. 60 Kilometer außerhalb von Phnom Penh schafft Hannes Schmidt auf 120 Hektar mit ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Landwirtschafts-, Tourismus- und Handwerksprojekten Arbeits- und Ausbildungsplätze für die arme Bevölkerung. Bereits heute haben hunderte Kambodschaner menschenwürdige Arbeit und nachhaltige Einkommen bei Smiling Gecko gefunden. Viele weitere Projekte werden folgen. Bei allen Smiling Gecko-Projekten wird großer Wert darauf gelegt, dass junge Kambodschaner eine qualifizierte Ausbildung erhalten, die sie dazu befähigt, den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie nachhaltig selbst zu verdienen. Bildung spielt in der Entwicklung einer Gesellschaft eine entscheidende Rolle. Deshalb ist die 2017 eröffnete Schule für mehr als 1000 Schüler das Herzstück von Smiling Gecko. Mit dem ganzheitlichen Hilfsprojekt Smiling Gecko hilft Hannes Schmidt, eine nachhaltige Zukunft für Menschen in Armut aufzubauen. Die Idee hinter Smiling Gecko war immer, dass es eine holistische Lösung geben muss, wie wir die Bevölkerung eben ganz breit unterstützen können. Schule in Form unserer noch Primarschule, später dann Oberstufe und sogar bis die Entwicklung zu einer Universität für angewandte Wissenschaft.
Dann natürlich Landwirtschaft, eines der Hauptgründe, warum dieses Land überhaupt in Zukunft eine Existenz aufbauen könnte in Asien. Denn Essen wird immer weniger, also Lebensmittel wird immer wichtiger. Darum eine Schweinezucht, darum eine Fischzucht, die auch begleitet wird von der ZHAW hier in Zürich, von der ETH, weil wir halt neue Wege finden müssen, gesund Fische auch dort zu züchten, wo es wenig Wasser gibt. Dann natürlich auch die Hühnerzucht bei uns, wo wir auch mithelfen konnten, viel gesündere Hühner über genetische Wege. Das heißt, dass wir 10 Hennen und einen Hahn nehmen und damit eigentlich immer wieder diese genetischen Wechseln herbeibringen. Wir haben von ungefähr fast null Fertility Rate, Fruchtbarkeitsrate auf über 90%. Dann natürlich eine Schreinerei, da kommen weitere Betriebe dazu. Halt eigentlich wie bei uns, KMUs zu gründen, weil man darf nicht vergessen, auch in der Schweiz arbeiten 70% der Menschen in KMUs. Dann ein Hotel, Tourismus, sehr, sehr wichtig. Da geht es um die Bildung in der Rezeption, in der Küche, im Service, in Housekeeping. Und so habe ich dann dieses kleine Resort bei uns gebaut, wo wir sehr erfolgreich sind, vor allem, weil wir da eine sehr hochtalentierte junge Köchin haben aus Kambodscha, die eben zusammenarbeitet mit Andreas Caminada, mit Massimo Pottura und auch mit Frank Giovannini, den großen 3-Sterne-Michelin-Sterne-Chefs. Und die unterstützen uns, die senden ihre Köche für die Weiterbildung. Aber dann am 20. Februar letztes Jahres, da hat uns der Tsunami der Covid-19 erwischt. Wir mussten in einen Lockdown, wir mussten von unseren 250 Angestellten 100 entlassen, natürlich mit finanzieller Unterstützung und Familienunterstützung. Ja. Die Schule, das ist eines der wichtigen Herzstücke mit über 300 Kindern, auch schließen. Die Regierung hat uns forciert, die Schule zu schließen. Die Kinder von einem Tag auf den anderen nichts mehr zu essen, nicht mehr duschen, keine medizinische Versorgung mehr. Und so haben wir dann Pläne begonnen, dass wir beginnen, die Landbevölkerung eben zu unterstützen. Man darf nicht vergessen, dass innerhalb einer Woche, man kann sagen, 80% der arbeitenden Bevölkerung in Kambodscha, das sind junge Frauen, das sind junge Männer, die in der Textilarbeit drin waren oder auch im Tourismus ihre Stelle verloren haben. Keine Entschädigung, keine Subventionen vom Staat. Und da war natürlich auch Geld eine Mangelware und somit auch Geld, um Essen zu kaufen. Wir haben dann begonnen, uns eigentlich fast umzuverwandeln in ein humanitäres Hilfswerk. Und so haben wir Tausende und aber Tausende von Menschen mit Reis, mit Fisch, mit allem Möglichen haben wir eben sie verpflegt und haben geschaut, dass diese Kinder dort auch immer wieder zu essen kamen. Und das war sehr wichtig für uns. Diese Zeit, die war sehr schlimm. Es war schon schlimm vor Covid. Und dann die Zeit im 2020 bis jetzt, so vor 3 Monaten, die war extrem schlimm. Aber was jetzt passiert ist, die Mutationen sind bei uns angekommen. Und über Nacht musste die Regierung auch zugeben, dass wir halt pro Tag 400, 800, 1000 Infektionen haben. Die Leute sterben, es wird alles abgeschottet. Phnom Penh ist in einem Lockdown, dann alle Provinzen sind abgeschottet. Man kann nicht von einer zur anderen reisen. Also wenn man von Phnom Penh 60 Kilometer zu uns will, dann muss man 14 Tage in einer Quarantäne. Warum? Wir haben kein Testmaterial. Warum? Wir haben kein Hygienematerial, die Menschen haben kein fließendes Wasser, sie leben sehr eng in ihren Hütten zusammen. Und die Impfungen, ja, die sind jetzt angekommen. Aber die Impfungen werden da halt ganz anders verteilt. Zuerst kommt die Regierung dran, dann die Freunde der Familie in der Regierung, dann die Polizei, Freunde und dann die Bekannten, dann kommt die Armee dran und am Schluss sind die vielleicht 1 Million, die geschenkt wurden von COVAX, einfach irgendwo in den oberen Reihen verteilt und unten die Leute, die es wirklich brauchen, da wo die Leute wirklich sterben und die keine Möglichkeit haben, sich irgendwie gegen das zu schützen, da kommt sie einfach nicht hin oder so viel später, dass es dann fast zu spät ist. Diese Situation ist sehr traurig für uns und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wieso sind wir so gut organisiert und wieso sie nicht? Das Problem ist, wir haben in den letzten 20 Jahren zwar Trillionen und Abertrillionen von Dollars in diese dritte Welt investiert, aber wir haben nie in das sogenannte Human Capital, in die Infrastruktur des Human Capitals investiert. Bei uns, wenn ein Kind geboren wird, da übernehmen die Eltern alles. Also wir trainieren ja unsere Babys fast wie die Affen, die auf dem Mond fliegen. Können sie vorwärts kriechen, müssen sie rückwärts fliegen. Stehen sie auf 2 Beinen, müssen sie auf einem Bein stehen. Und kaum können sie was in der Hand halten, müssen sie schon Violine, Geige und Klavier spielen. Dann übernimmt die Regierung die Ausbildung in der Primarschule, die Ausbildung in der Sekundarschule.
Ja, dann in die Oberstufen und dann von dort in die Universitäten. Und bei uns zahlt der Staat diese Ausbildung. Und hinterher kommen dann die aus der 10. rausgehen, kommt die Wirtschaft. Und dort kann man Berufsbildung machen. Man wird zum professionellen Menschen ausgebildet. Und das ohne, dass wir jemals auf den Gedanken kämen, dass wir diesen jungen Menschen das Geld zurückverlangen oder sogar Zinsen dafür. Das ist nie passiert, darum ist diese dritte Welt in so einem desolaten Zustand, dass jetzt die UNO sagt, obwohl man jedes Jahr 2,5 Trillionen von der UNO alleine in die SDGs investiert hat, man sind jetzt 15 Jahre zurückversetzt. Und da muss ich mich fragen, ist es das Geld oder ist es das System? Ich glaube, das braucht in Zukunft ein neues Denken. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ich weiß, ich habe noch ein paar Minuten überzogen, aber es war mir sehr wichtig, diese Punkte eben auch zu erzählen und da mitzubringen an diesen ganz tollen Anlass im KKL.